Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu J-Stars Victory vs. Platz. Im letzten Part haben wir, glaube ich, den Eiferschlüssel bekommen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, das müsste, glaube ich, der Eiferschlüssel sein. Und den haben wir jetzt bekommen. Wir müssen jetzt noch den Triumph und den Freundschaftsschlüssel suchen. Und deswegen würde ich mal sagen, düsen wir einfach jetzt mal hier weiter durch die Gegend. Rote Punkte heißt immer, dass wir neue Charaktere bzw. Support-Charaktere dazu bekommen. Und das habe ich jetzt, wie gesagt, jetzt nicht mehr so krass im Auge. Deswegen düse ich jetzt einfach mal so durch die Gegend und versuche das Ding so zu finden. So. Wenn jetzt irgendwas Rotes da steht, dann stimmt's. Steht noch nichts da? Nee. Freunde, ich hab Orgasmus bekommen. Ich habe einen Orgasmus bekommen, sagen wir es so rum. So ergibt es viel mehr Sinn. Was haben wir denn hier? Nein, jetzt habe ich diese Hurensohn-Quest angenommen. Nein! Mann, Gott, du Penner. Verdammt, du sollst nicht, nur weil du ein kleiner Junge bist, sollst du nicht immer alles gleich annehmen, du kleiner Schwuchtel, ey. So, gleich mal wieder wegtun, sonst habe ich hier irgendwie so eine... Nee. So, egal, wir suchen jetzt einfach weiter. Also ich glaube, hier finden wir nichts mehr. Wir können ja mal nach oben düsen. Ich glaube, ich hätte da noch eine Idee, wo was wäre. Ich glaube, hier. Genau hier. Da müsste, glaube ich, auch noch was sein. Gucken wir mal. Und? Ah, Freundschaftsschlüssel. Schön. Wir suchen nach dem Freundschaftsschlüssel. Habt ihr irgendeine Idee, wo der sein könnte? Der Freundschaftsschlüssel. Weiß irgendjemand irgendwas darüber? Ich nicht. Wenn es irgendetwas gibt, das uns helfen könnte, sag es bitte. Sonst stecken wir echt in Schwierigkeiten. Tut mir leid, das zu hören, aber der Freundschaftsschlüssel, von dem habe ich schon mal gehört. Was? Wirklich? Ich habe gehört, dass das sei genau auf der anderen Seite der Welt zu finden. Mehr weiß ich nicht. Die andere Seite der Welt, also an einem heißen Ort. Ich weiß, ein Vulkan. Wir vertrauen dir, Fuchsjunge. Danke. Warum Fuchsjunge? Der sieht überhaupt nicht aus wie ein Fuchs. Der sieht aus wie... ein Gaylord-Priester oder so, keine Ahnung. Er konnte meine wahre Identität nicht erkennen. Das hebt ihn aus der Masse heraus. Ich bin sicher, er kann den Schlüssel finden. Alles klar, dann düsen wir jetzt einfach mal gerade nach oben aus und so. Und da kommen wir dann auch gleich zu dieser Lava-Ebene. Und da können wir dann diesen schönen Freundschaftsschlüssel endlich ergattern. Und wir sind unserem Ziel ein Stückchen näher gekommen. Wir müssen uns beeilen. Jetzt, wir dürfen keine Zeit verlieren. Los, schneller. Wie weit noch, Toriko? Keine Panik, wir sind fast da. Erst der Freundschaftsschlüssel, dann gibt's was zu essen. Ich habe noch mehr Hunger als Ruffy. Alles klar. Leider wird uns wohl die Zeit für ein Abendessen fehlen. Hinter uns ist ein Schiff, das schnell aufholt. Was ist das denn? Ein Piratenflagge? Egal, was es ist. Ich glaube, wir müssen kämpfen. Dann sollten wir den ersten Schritt machen. Ja. Alles klar, wir werden wieder verfolgt von irgendwelchen kleinen Piraten. Böse. Wer ist denn hier unser Gegner? Oh, Akaino und Mr. Mumie. Magma gegen Flamme. Sehr interessant. Glaubt ihr aber nicht, ich wäre allein gekommen. Schwarze Flammen, sehr interessant. Aber Magma ist Feuer. Was? Aber Magma ist Feuer, ganz klar überlegen. Also gebt schon auf. Eure Glückssträhne war zu Ende, als ihr mich getroffen habt. Wir werden den Schlüssel nicht einfach euch Schurken überlassen. Macht sollte der Gerechtigkeit der Marine überlassen bleiben. Gebt ihn her. Glaubt ihr wirklich, das ginge ohne Kampf ab? Wenn ihr ihn haben wollt, dann müsst ihr uns schon besiegen. Interessant, sehr interessant. Gerechtes Böses gegen einfach nur Böses. Das wird ja eine tolle Vorstellung werden. Offenbar habe ich mir das richtige Schiff ausgesucht. In dieser Welt heißt es fressen oder gefressen werden. Das Recht des Stärkeren. Genug geredet. Jetzt kämpfe ich auch. Hä? Er hatte einen Freund. Der Kerl scheint auch sehr stark zu sein. Werdet ihr gegen mich kämpfen? Jetzt geht's richtig rund. Okay. Die zwei sehen ja ein bisschen brutal aus. Ich glaube, ich werde mal Hiei benutzen. Ich meine, Hiei hat sich jetzt gerade so ein bisschen in den Vordergrund gestellt. Deswegen, das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir den jetzt nutzen. Als Support können wir Ruffy mitnehmen. Also Partner. Und als richtigen Support nehmen wir mal... Können wir von den Spastis da noch mitnehmen? Ich glaube, ich nehme Hisoka, weil der kann einen Gegner stunnen und dann kann ich nochmal eine Ulti reindrücken. Wäre gar nicht mal so schlecht. So, mein Team ist bereit. Wir legen los. Wir kämpfen gegen Team Akainu. Was ist Yokoseyo? Großes Kaufhaus, Minimarkt, großer Supermarkt, Fabrikverkauf.
Yokoseyo. Ich denke mal, großer Supermarkt. Na, falsch, scheiße. Das ist doch peinlich, ey. Woher soll ich das denn wissen? Ich kann mich nur wieder drüber aufregen, ey. Das Buch, die weiß ich nicht. Naja, scheiß drauf. So. Yay. Unterschätz mich nicht, Süßer. Ich werde dich naschen, Baby. Und so, Gaylord, höchstpersönlich Hisoka. Und Mr. Schnibbel alles tot. Makoto Shishio. Ich kämpfe auf jeden Fall gegen diesen Shishio da. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Interesse an ihm gefunden. Verdammt. Ich habe auch ein Schwert. Wo der das einfach rausgezogen hat während seiner Combo. Ich habe das nie mal gesehen, wie er das rausgezogen hat. So, jetzt nochmal. Und zack. Was kommen denn für Combos? Aufpassen. Jetzt bin ich dran. Oh, gefällt dir das? Mir hat's gefallen, Freundchen. Oh, verdammt, nicht getroffen. Eigentlich wollte ich jetzt die Soka einsetzen, aber der wurde jetzt wieder von den anderen eingesetzt. Für die Scheiße. Machen wir mal die Attacke hier. Also ist so ein Charakter, den benutzt Nao ziemlich gerne, aber auch nur, weil der ziemlich OP wirkt. Aber naja, hier kriegt er Nao. Ohne solche Charaktere kommt er halt nicht weit. So. Halt ihn auf. Perfekt. Danke. Gut gemacht, Hisoka. Dass man endlich was in deinem Leben erreicht. So, und. Und zack. Ah, ich weiß nicht, ich sehe nichts. Okay, jetzt sehe ich wieder was. Scheiße. Das ist ja voll mies mit den Lavas. Verdammt. Nein. So, du haust mir nicht ab. So, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie das mit der Ulti funktioniert bei ihm. Irgendwie muss man irgendwas drücken während seiner Ulti. Und dann geht seine Ulti weiter. Aber ich verstehe es nicht, wie. Ich muss es auch nochmal herausfinden gleich. Scheiße, Alter, wie ich durch die Gegend geflogen bin. So, jetzt setze ich das nochmal ein. Ich drücke jetzt mal alles, was ich habe. Aber irgendwie muss das Ganze ja funktionieren. Ich habe keine Ahnung, wie, aber ich will es endlich jetzt mal wissen. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Ah, nee. Also, ich sehe schon, dass da nichts passiert. Komisch. Hä, ist der... Bin ich draufgegangen? Keine Ahnung. Egal. Ging nochmal diese eine Attacke. Die ist es nicht. Ich glaube, so war das genau. Sieht so cool aus. Danke, Hisoka. Verdammt, jetzt hat er sich auch noch geportet. Nein! Gib mir den verdammten Schlüssel. Wo ist denn der? Aufpassen. Ja, toll, jetzt packt er mich. LOL? Was hat denn der gemacht? Das habe ich gar nicht gesehen. Komm, ey, ist doch scheiße. Jetzt haben die schon ihren scheiß Victory Burst wieder. Was heißt wieder? Eben das erste Mal, aber trotzdem scheiße. So, wir gehen jetzt. Ich gehe jetzt auf Akaino. Der muss jetzt weg. Oh, jetzt ist er schon wieder hinter mir. Verpiss dich doch. Ja, komm, jetzt. Der muss hier mal weg. Ja. Übertreib. Ja. Alles klar. Hat auch absolut nicht gezählt, oder? Alles klar. Sag mal, was hat denn der für eine Range, Alter? Drei. Also jetzt darf ich nicht mehr sterben. Wer jetzt stirbt, hat, also wenn wir jetzt sterben, haben wir verloren. Ach, verdammt. Das wird so knapp. Ja, komm, ich komme ja gar nicht mehr raus, ey, ihr lustigen Pedos, ey. Jetzt kill doch mal diesen Akaino. Das kann es ja wohl nicht sein. So, Akaino müsste jetzt aufgegangen sein. Perfekt. Verdammt, ich bin auch gleich tot. Jetzt müssen wir nur noch den hier killen. Dann haben wir's. Aber ich bin gleich tot. Das wird so knapp, Freunde. So gefährlich, was wir hier gerade machen. Oh, verdammt. Apporte dich. Ja, natürlich. Verdammt. Ja, ja. Bin ich jetzt... Oh, 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 Freunde, ich hab übel Schiss. Ich will das jetzt nicht verlieren. Das ist so ein epischer Kampf gerade. So, wenn ich jetzt treffe. Oh, bitte. Tu mir den Gefallen. Ich hab keine Ahnung, ey. Ah, so geht es. Nochmal auf Ulti drücken. Währenddessen nochmal auf Ulti.
Okay, was bringt mir das jetzt? Ah, dann kann ich das nochmal einsetzen, okay. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringen soll. Egal, ich setze nochmal ein. Heal sie bitte. Ja! Wir haben es geschafft! Verdammte Scheiße! Also ohne das hätte ich es nicht mehr hinbekommen, ganz ehrlich. Da hätte ich es echt nicht mehr hinbekommen. Oh! Mein Herz, Herzstillstand. Mein Herz bleibt stehen, Freunde. Das ist absolut ungesund. Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Wow, wir haben es geschafft. So viel kann ich schon mal dazu sagen. Oh. Mal ganz ehrlich, seid mal ehrlich zu euch. Habt ihr mich schon abgeschrieben? Ha, das war schon alles. Ja, tu nicht so, du wärst fast draufgegangen, Digga. Gegen die Flammen aus der Dämonenwelt hattet ihr keine Chance. Ob Bauer, Samurai oder Beamter. In der Niederlage sind alle gleich. Ich biete dir demütig meinen Kopf. Diese Entschlossenheit gefällt mir. Und wenn das so ist, könnte ich dich beim Wort nehmen. Wollt ihr den Kopf verpacken oder was? Das habe ich ein bisschen mit ihrem Motor. Was? Da habe ich ein bisschen mit ihrem Motor gespielt. Und ihn einfach ein bisschen kaputt gemacht. Scheiß Gott. Der hat einfach mal den Motor vom Schiff kaputt gemacht. Wir verschütten. Falls ihr irre seid, könnt ihr ja später für eine weitere Runde wiederkommen. Ihr habt das gehört, wir wollen nun den Freundschaftsschlüssel. Tschüss. So, den haben wir jetzt auch bekommen, sehr schön. Tja, ich wollte doch nur die Hölle von den Dämonen zurückbekommen. Mehr nicht. Glaubt ja nicht, das wäre schon vorbei. So einfach kommt ihr mir nicht davon. Akainu ist mal wieder stinksauer, Freunde. Aber ihr kennt es ja, juckt uns relativ absolut wenig. Und jetzt haben wir noch 12 Minuten. Was soll man denn da machen? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin gerade auf der Gamescom. Das ist schon mal klar, Freunde. Ihr sitzt zu Hause, guckt euch wahrscheinlich mein Video und so an und ich bin auf der Gamescom. Ja, auf der Gamescom. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch machen soll. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch den einen anderen Schlüssel finden. Aber das machen wir dann, glaube ich, im nächsten Part. Oder sollten wir das jetzt noch machen ein bisschen? Obwohl, wir können ja eigentlich noch so ein bisschen suchen, wenn ich ehrlich bin. Wo war ich denn noch überhaupt nicht? Also so ein paar Minuten kann ich noch suchen, ein, zwei Minütchen. Vielleicht finde ich ihn ja noch und kann das dann mir für den nächsten Part aufsparen. Ja. Kamehaus bringt nichts, da kriegen wir nur einen Support-Character, das brauchen wir jetzt nicht. Ah, verdammt, wo... Moment mal, war der letzte Schlüssel nicht irgendwie in einer anderen Dimension oder irgend sowas? Ich meine, der war wo komplett anders. Wo geht's denn hier nochmal hin? Teleporter... nee, ich wollte nicht schießen. Ich gehe mal kurz hier hoch. Ich denke, der war in einer anderen Dimension. Ich glaube, in der Soul Society, wenn ich mich nicht irre. Kann das sein? Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Schauen wir. Sehen wir gleich. So, Soul Society. So, da oben haben wir so ein kleines Schlösschen. Das ist ein Disney-Schloss. In der Dämonenwelt. So sieht es nämlich aus. Gucken wir mal. Steht hier... Nee, das ist eine Quest. Die machen wir nicht. Alter, die sieht geil aus mit den dicken Titten. Die hat ja richtig schöne dicke Titten. Dicke Titten sind immer schön. So. Ich glaube, hier ist jetzt aber auch nichts, oder? Ich meine, der war irgendwo hier, dieser Schlüssel. Boah, da war ein Schiff. Nee, da oben... Ah, hier haben wir noch was. Soul Society. Gucken wir mal. Nee. Hier können wir aber unsere Energie mal wieder auffüllen, dass wir ein bisschen wieder schneller unterwegs sind. Naja, geil, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch wieder runter. Da muss der Schlüssel doch irgendwie noch unten sein. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, der ist hier oben, wenn ich ehrlich bin. Freundschaftsschlüssel. Naja, Freunde. Naja, kann man nichts machen. Das machen wir dann einfach dann, wie gesagt, im nächsten Part. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Tödelö. Go, 勝利目指し行け